Hallo Leute, ja, wir sind hier noch in der Hütte. Ich bin noch nicht weiter, weil ich euch noch sagen wollte, dass das hier vier von diesen Surtling-Kernen ist. Und wenn wir hier unseren Hammer aussuchen und einen Rechtsklick machen und auf Bauen, nee, wo war es, Herstellung gehen, dann seht ihr hier unten, braucht man fünf davon und hier auch fünf davon. Das heißt, wir brauchen 10 und nicht nur 4. Das heißt, wir müssen noch 6 Stück dazu kriegen, bevor wir hier überhaupt weiterbauen können. Ist ein bisschen schade, aber ist halt so. Das heißt, lass uns mal gerade schauen. Wir müssten die Kerne weglegen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ich glaube, letztes Mal hatten wir auch gesehen, dass wir hier noch Dingens, sag schon, Fackeln fehlen. Die sollten wir vielleicht auch noch gerade bauen. Weil das macht bestimmt Sinn, dass wir Fackeln kriegen. Herstellen, Fackeln. Weil wenn wir in der Höhle gehen, dann oder sowas, dann brauchen wir Fackeln. Dann machen wir zwei, weil die eine ist auch schon fast runter. Das sollte erstmal reichen. Und dann müssten wir eigentlich noch schauen, weil dieser Platz ja überall hier voll ist, dass wir vielleicht noch eine Kiste irgendwo hinbauen, ne? Aber das machen wir alles nach dem Logo, ne? Auf dem Großbildschirm. So, dann wollen wir doch mal schauen. Das können wir ja schließen. Jetzt gehen wir raus. Und ja, hier wollte ich eigentlich anbauen, ne? Na, jetzt, wenn ich da lang laufe, dann kriege ich wieder diesen tollen Kranz mit. Ja, wie machen wir das mit dem Anbauen? Das ist eine gute Frage, ne? Also rein theoretisch müssten wir eigentlich den Hammer rausholen und dann uns überlegen, wie wir hier einen Anbau machen, ne? Wie hoch ist denn so ein Pfosten? So. Eigentlich nicht hoch genug, aber... Kann ich den auch drehen? Ah, ja, doch, da geht's. Ich würde mich gerne jetzt... Na, warte mal, lass uns mal so ein Dachteil nehmen. Ich glaube, Strohdach 45 Grad, das ist schon ganz cool. Das würde ich jetzt hier dran bringen wollen. Wieso kann ich das jetzt nicht drehen? Ich würde das gerne gedreht haben. Warum kann man ein Strohdach nicht drehen? Na, jetzt geht's. So ist es richtig und ich würde das gerne so dahin bauen. Genau. Und das nächste auch noch. 4 Stück an der Zahl. So. Und dann würde ich gerne diese Pfosten da dran bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so passt, ne? Sieht man alle so schlecht im Dunkeln, ne? Kriegt man den da auch oben dran? Ne, ne? Doch, da. Jetzt passt's. Okay. Das heißt, der kann erstmal hier wieder weg. Ah. Wie kriege ich den denn abgebaut? So, okay. Jetzt müsste ich hier unten drunter noch einen Pfosten kriegen. Geht das? Ja, das ging. Ach, wenn das nicht so dunkel wäre, ne? Können wir aber sehen, ey. Ah. Komm, wir machen erstmal hier oben noch einen drunter. Und dann da drunter den setzen. Das war wieder nix. Ja, ich könnte was zu essen vertragen. Das müssen wir auch machen, genau. Also. Wenn es mal heller wäre, ne? Aber jetzt ist er da drunter, ne? Ich sehe hier unten nur leider nichts. Aber es müsste eigentlich in der Erde sein, auf der Erde stehen, ne? Wenn ich das hier so sehe, oder? Ist das da auch so gegeben? Ich will es hoffen. Das sieht erstmal gut aus, oder? So, das Dach wollte ich nämlich so haben. Und dann kann man hier jetzt eine Kiste drunter bauen, dann, oder?
Also rechts klicken, Möbel. Ah, jetzt haben wir natürlich nicht genug Holz dafür, ne? Gut, okay, dann ist das aber auch nicht schlimm. Dann müssen wir das Holz besorgen. Aber es ist nur am Regen und am Triefen, ne? Das ist ja auch so richtig blöd, ne? Holz haben wir jetzt nicht mehr in der Kiste, ne? Ne. Ne. Da ist nur Kernholz oder sowas. Das bringt mich jetzt gerade nicht weiter. Kann ich nur irgendwo was reinlegen? Nicht wirklich, ne? Doch, das, ne, das Harz passt da auch nicht rein. Du fühlst dich ausgeruht, gemütlich. Oh, dann müsste ja Feuer da sein, oder? Kann ich schlafen? Oh, ich kann schlafen. Gut, dann gucken wir zu, dass wir nächsten Tag angefangen kriegen. Das ist wichtig, damit es hell wird. Von einem mächtigen Bären, der tief unter der Erde im Winter schläft, er dreht sich im Schlaf, fallen wir Wald und Fleisch. Okay, alles klar. Gut, weil dann wird es auch gleich hell, da ist es auch besser. Hat es aufgehört zu regnen. Das Feuer hat noch genug Material. Dann lass uns gerade schauen, dass wir gerade noch ein bisschen Holz ranholen. Hier so einen schönen Baum hier. War kein Wildschwein, ne? Nee. Kurz die Buche gefällt. Wo fällt sie hin? Nach hinten, okay. Irgendwie ist der Harz runtergefallen. Keine Ahnung warum. Da hinten kommt schon Besuch. Und das hat mich natürlich erwischt. Jo. Okay, den Harz haben wir auch und dann können wir den Baumstamm noch kaputt machen. Okay, das Holz haben wir. Da ist aber noch mehr zu holen. Da ist auch noch was am Leuchten. Und hier ist noch der nächste Baum, den wir wahrscheinlich nicht selber umgefällt haben, sondern der war die Kettenreaktion. Genau so sieht's aus. Ja, da gab es die nächste Kettenreaktion. Da vorne ist gleich der nächste Baum gefallen. Okay, das war eine coole Kettenreaktion, weil dadurch ist dieser Baumstamm dann auch gleich zu Kleinholz geworden, weil der andere drauf gefallen ist. Sehr cool. Du möchtest uns besuchen? Ja, komm, dann machen wir gerade das mit der Einladung fertig. Ja, gut. Erledigt. Liegt hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, Holz sollten wir jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr haben. Jetzt sehen wir auch was, dann können wir auch eine schöne Hütte bauen, ne? Truhe bauen. Wissen auch, warum die da sein muss, ne? Weil das ist ja auch immer im Dunkeln so ein Problem, hier nichts zu sehen. Ich mach das lieber zu, wer weiß, wer da alles so kommt, ne? So, was haben wir denn hier gebaut? Sieht das einigermaßen aus? Ja, geht, ne, oder? So, das heißt, 4 raus, Rechtsklick, Möbel, Truhe. Hier rum muss er? Gute Frage. Ich glaube so, oder? Kann ich hier so eine Fackel nebenbauen? Dann habe ich doch hier draußen Licht, oder? Ja, geht. Sehr gut. Warte mal, dann will ich die hier vorne auch noch haben. Dann ist es ein bisschen leer erleuchtet. Aber so kann man die nicht bauen, ne? Oder kann man die so auch bauen? Nee, wohl nicht, oder? Wieso läuft der Männerkann jetzt hier nicht weiter? Doch, geht auch. Dachte ich jetzt nicht. Dann lass uns mal gerade ein bisschen Licht in die Gegend hier bringen, damit wir hier nicht immer im Dunkeln rumlaufen müssen. Ein bisschen so eine Symmetrie hier hinkriegen, ne? So, ich glaube, jetzt ist unser Lager auch ein bisschen ausgeleuchtet dadurch, ne?
Sehr schön. Was macht denn die Truhe jetzt? Ja, gut, schon mal richtig rum dahingestellt. Und wir wollen jetzt so ein paar Sachen da reinpacken erstmal. Ah, stopp, das ist falsch. Das kann hier hin, das kann auch hier hin, weil drinnen war, glaube ich, voll. Den Knüppel lassen wir mal auch endlich hier. Und das Holz können wir stacken und lassen wir aber auch hier draußen. Dann ist das erstmal gut, würde ich sagen. So, sieht doch schon mal ganz wohnlich aus, oder? Mal schauen, ob das hier nur ein Zwischenlager ist oder ein richtiges Lager ist. Aber eigentlich ist die Position in meinen Augen nicht so verkehrt. So, jetzt müssten wir eigentlich gucken, ne, dass wir Richtung Wald kommen, weil wir brauchen noch von den Surtling-Kernen was. Wie heißen die Surtling? Ich glaube, die hießen Surtling, ne? Aber warte mal, eben hat er gesagt, wir haben nicht genug zu essen. Das heißt, das sollten wir mal ganz schnell erledigen hier. So, dann kann das auch werden. So, dann müssen wir mal gucken. Die Richtung ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, Tag. Was machst du hier so? Also, du wolltest nur einmal abgeholt werden. Okay. Gut. Oh, warte, das ist der Hirsch, oder? Kriege ich den noch? Ne, ist ein Wildschwein, ist kein Hirsch. Dann call da raus. Das haben wir. Ist noch mehr? Okay. Aber wo der Hirsch ist, weiß ich nicht. So, jetzt müssen wir in den Düsterwald. Und gucken, dass wir noch so ein Ding finden. Sag schon. Ne, die Richtung ist falsch, die Richtung ist richtig. Und dass wir dort noch eine Grabkammer oder ein Dungeon oder irgendwie sowas in der Richtung finden. Aber hier ist noch kein Düsterwald. Hier ist nur ein Wildschwein. Gut. Und da oben sind noch nette Freunde. Okay, das war's. War das ein Einzelgänger oder ist hier noch wer? Auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal im Düsterwald, ne? Irgendwo muss hier der Hirsch sein. Sprungangriff. Ah. Obwohl, der hat es hier schwierig mit den vielen Bäumen, ne? Schwere KI, ne? Aber ist egal. Steht da unten einer? Nee, ne? Ist hier was? Könnte sein, oder? Ah, unser Kupfervorkommen. Super. Dann sind wir schon mal an der falschen Stelle, ne? Hier oben hatten wir irgendwie nichts gefunden, glaube ich, ne? Hier ist noch ein Turm. Aber ich glaube, den hatte ich schon entdeckt. Da bin ich schon hoch und runter gegangen, ne? Ja, ich glaube schon. Und hier ist auch nichts drumherum, denke ich mal, oder? Irgendwie habe ich schon wieder was gehört. Und auf jeden Fall ist das hier ein Kupfervorkommen. Kurze Sichtung der Gegend. Ich glaube, hier ist nichts. Lass uns die Karte aufmachen. Den Punkt brauchen wir. Und dann da. Oh Gott, jetzt kommt gerade wer. Nee, nochmal. Okay. Nochmal aufs Kupfer. Nochmal die Karte. Punkt ist ausgewählt. Wo sind wir? Da. Kupfer. Schuss passt. Da oben steht Skelett, aber ich glaube, da war nichts, ne? Da waren wir, ne? Oder?
Das ist eine Tannenspitze. Ich dachte schon, was ist das? Das ist kein Kupfer, ne? Nein. Da unten sieht es aus, als ob da was sein könnte. Aber was ist das da? Aber warte mal, die Vegetation ist anders. Das ist kein düster Wald mehr. Hier geht es nicht rein, ne? Ne, ist nur eine Klante. Gut, das heißt, wir müssen mal hier weiter schauen. Weil da war ja nichts mehr. Da vorne sieht es auch schon wieder nicht mehr aus, dass der Düsterwald da noch ist, oder? Naja, das ist, glaube ich, andere Vegetation. Das heißt, wir müssen diese Richtung einschlagen. Was ist das da vorne? Ist das was? Da hinten bewegte sich gerade was. Das sieht etwas größer aus. Okay, da gehen wir vielleicht besser nicht hin. Ich glaube, wir gucken mal mehr in Norden erstmal. Ist hier ein Eingang? Nee, ne? Nee. Hier gibt es auf jeden Fall Blaubeeren. Die helfen uns bestimmt weiter. Dann gucken wir hier mal lang. Da vorne sieht es schon wieder mit Birken nach einem Nicht-Düsterwald aus. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen diese Richtung weiter einschlagen. Hier waren wir doch schon, ne? Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier Skelette wieder gespawnt sind von dem alten Teil da. Okay, hier sind Mauerreste, da ist noch eine Truhe. Haben wir die schon mal reingeguckt? Wahrscheinlich. Ah, da ist die Grabkammer. Das hatten wir schon. Aber es sind Skelette drumherum, ich glaube nicht, ne? Und das hatten wir, glaube ich, komplett durchsucht. Das passt schon. Das heißt, ich würde jetzt tendenziell noch mal ein bisschen nach Norden gehen. Aber Norden, da ist der Wald zu Ende, der Düsterwald. Das heißt, da brauchen wir auch nicht weiter suchen. Oder gab es außerhalb vom Düsterwald auch Dungeons? Weiß ich gar nicht. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht, glaube ich. Dann sollten wir mal langsamer vorangehen. Ach, hat er mich jetzt erschrocken. Ja, so direkt vor meiner Nase habe ich den nicht gesehen, ne? Okay. Oh, ich glaube, wir sind schon voll bepackt, oder sehe ich das? Das ist nicht gut. Dann schmeißt das raus. Und das Holz. Ja, Holz ist sogar wertvoller. Was haben wir denn noch? Ach, Steine können wir noch wegschmeißen. Das Fleisch war mir schon wichtiger. Ich fühle mich nicht länger ausgeruht, okay. So, jetzt müssen wir mal vorsichtig sein. Das ist hier, glaube ich, alles Neuland, ne? Und so eine ganze Armada. Ich meine, ich hätte schon ein Skelett gehört, oder? So eine ganze Armada Skelette wären jetzt nicht so toll. Ja, da kommt's weg. Wo ist er? Da, links.
Okay, wenn hier ein Skelett ist, dann muss ja auch was sein, oder? Da oben ist noch eins. Okay. Da kommt ein Fußgänger. Okay, den haben wir auch. Der sieht mir ein bisschen stärker aus. Okay, er hat. So, alle Sachen aufgesammelt, nicht wirklich. Hier liegen noch Knochen, glaube ich, ne? Lass uns schnell gucken, was wir noch wegschmeißen können. Die Federn sind schon wertvoll, ne? Hier, das kann weg, das brauche ich nicht. Oh, jetzt kommen sie ja aber ohne Ende, ne? Ah, den brauche ich am wenigsten hier, ne? So, Vergiftung ist immer doof. Mochte ich noch nie in den Spielen. So, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ah, kommt noch einer wahrscheinlich. Jetzt habe ich gleich die Orientierung verloren. Wo ist er? Energie muss wieder werden. Da ist noch einer, ey. Ganzes Nest. So, ich hoffe, das war jetzt der letzte. Aber hier muss ja irgendwas sein, wenn hier so viele waren, ne, oder? Hier muss doch was sein. Skelette waren hier. Ist hier der Eingang? Nee. Ist das für eine Blume? Karottensamen. Das trifft sich jetzt gerade nicht so gut, ne? Die würde ich schon gerne mitnehmen, ne? Aber wir können das ja auch anders machen, indem wir das hier markieren, oder? Komm, wir essen die auf, schmeißen die eine weg und nehmen jetzt die Karottensamen dafür mit. Jetzt haben wir hier neues Material, das ist cool. So, aber wo ist jetzt die Stelle, dass hier so viele Typen waren? Hier vorne sind die alle, haben wir gekämpft. Ich meine, die sind von da gekommen, oder? Also von hier. Da müsste doch hier irgendwo was sein. Eigentlich. Ist hier ein Eingang? Nö. Hier sind viele Steine, aber sonst noch nichts, ne? Ist das hier ein Holz? Eine Wurzel. Okay, hier ist jetzt ein Gemäuer. War das der Punkt, wo sie waren? Hier ist eine Kiste. Ja, können wir alles mitnehmen? Nur die Pfeile. Und das hier? Lassen wir das. Ja, was lassen wir hier? Gute Frage, ne? Die Beeren wachsen irgendwo nach, aber das nicht. Gut. So, jetzt sind wir immer noch nicht weiter, aber ne?
Ja. Also ich würde mal in diese Richtung jetzt noch ein bisschen mich vortasten wollen. In dieses Nebelige. Hoffen, dass hier was ist. Ist das da unten Wasser? Sumpf? Das ist bestimmt Sumpf, ne? Ja, das sieht nach Sumpf aus. Das ist jetzt vielleicht nicht die passende Stelle für mich, oder? Hier sind doch auch so komische Viecher, die einen beißen dann, ne, oder? Da ist wieder einer. Da kommt noch einer. Der wirft mit Steinen. Haben wir den? Ist hier irgendwie ein Spawner? Hier haben wir die alle schon kaputt gemacht. Das sieht man schon, ne? Aber wo kommen die alle her? Komisch. Ja, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut, weil ich glaube, wir sind jetzt hier nicht auf dem richtigen Weg. Ich fange an zu frieren, okay? Weil hier sehe ich jetzt gerade nicht irgendwie was, wo wir was finden könnten. Gut, dann wissen wir aber auf jeden Fall Bescheid. Ich mache einen Cut und ja, wir müssen sowieso Sachen wegbringen. Es wird dunkel, das ist auch schlecht. Schauen wir mal, dass wir nach Hause kommen, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Oh, hier ist ein Stein.